geht's weiter in die nächste Götterhalle und wir nehmen diesmal Damokles. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt den Weg ohne euch zweimal gemacht habe. Aber das ist dann auch immer, dann falle ich doch wieder runter und ich weiß auch nicht. Und eigentlich war es jetzt nur ein Klettern von den Kisten. Was es mit diesen Kisten über mir zu tun hat, ich weiß es gar nicht. Man springt halt von der einen Kiste auf die andere Seite, dafür zieht man die eine halt raus. Wozu die andere Kiste das, weiß ich nicht. Die ist da irgendwie total sinnlos platziert. Ich dachte, da muss man jetzt noch rumrätseln. Dann hätte ich das natürlich mit euch zusammen gemacht, aber ne, hier sieht man sie noch so knapp über uns, diese Kiste da. Und aber ich bin einfach nur links entlang, hab mich dann hier links runterhangeln lassen und bin dann hier rübergerutscht und schon bin ich da. Rein geht's also in die Halle von Damokles. Und ich verbinde damit was mit Schwert. Bin also gespannt, was da kommt. Ja, seit das Ding hier runtergeknallt ist, habe ich ein bisschen mehr Respekt vor diesen Türen. Mhm. Oh, da oben ist ein Haken, sehe ich gerade. Aha. Kannst du den da rausziehen? Aha. Alles klar. Wo kommst du denn her? Du Klotz. So. Mach ich mal einfach so. Und so. Und so. Dann springen wir auf den Klotz rauf. Ja. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich glaube, der Ansatz ist schon mal richtig. Ja, nun geh doch endlich mal rauf. Das war zu früh. Er muss natürlich ein bisschen nach oben. Ja, aber... Oh, das ist ja doof hier. Schwierig, da reinzukommen. Merke ich schon. So, geschafft. Super. Das war der richtige Moment. Gut. Aha. Man weiß ja immer nicht, was einen erwartet, ne? Puh, sieht nach Klettern aus. Sieht nach Klettern aus und... Schwertern! Hm. Hallo? Das ist so einfach. Wenn ich mir die nehme, dann... War es das, oder? Die Moni will sie nicht. Hier, Medipack. Nehme ich gerne mit. Ich traue mich da gar nicht hin. Aha. Drücken halten sie alt, während sie sich mit den Bewegungstasten bewegen, um vorsichtig zu gehen. Aber so gehe ich doch auch vorsichtig. War ja klar. Aber gut, dass sie nicht gestorben ist. Okay. Okay. Mhm. Ich glaube, ich muss mir hier einen Weg bahnen. Eventuell. Kann das sein? Ich muss mir wahrscheinlich merken, wo ich, wie ich zurückkomme. Aber eigentlich gab es in jeder Halle auch ein Secret. Hm. Frage ist, ob man da hinten nämlich auch nochmal rüber kann. Kannst du dich da durch? Oh. Ich dachte, man kann sich da so ganz vorsichtig durchschlängeln. Und so geduckt, geht das? Nee. Da schneidet sie sich voll. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich gehe ja gerade schon vorsichtig. Hä?
Naja, dann. Würde ich gerne mal wissen, ob ich hier irgendwie noch genau... Ah. Und so ein bisschen nach oben klettern. Prima. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ist ja alles hochinteressant hier. Okay, da ist ein Hebel. Und da ist ein Secret. Hab ich's doch gewusst. Aha. Dann gehen die runter. Hier ist auch noch auf der anderen Seite irgendwie Medipack oder so. Hier kannst du hangeln. Das ist gut. Aber da oben... konnte ich irgendwie nicht ran ans Secret. Das ging nicht so einfach. Da würden mich die Schwerter aufschlitzen. Die müssen erstmal weg. Wie, weiß ich aber noch nicht. Ein Kontrollpunkt, aha. Mhm. Ich kann mich doch hier durchschlängeln, oder? Ich weiß noch nicht, wozu das gut ist. Shit, okay, ich hätte auf die linke Seite gemusst. Ja, man muss es einfach. Man kann sich nicht immer alles merken. Aber kriegen wir schon hin. Ich will nur mal wissen, was dann hier ist. Jetzt geht der wieder hoch, okay. Muss erstmal warten. Da hinten muss ich auf dem Weißen bleiben. Okay. Mhm. Okay. Oh! Shit, genau ist hier. Manno. Hätte ich ein bisschen woanders gestanden, hätte ich es geschafft. Ach, das ist ja ärgerlich. Bin ich schon mal auf der Seite. Will ich das denn aber schon? Also ich will das Secret ja noch wenigstens probieren. Blöde. Blöde Schwerter. Mhm. Das war auch knapp. Okay, da sind Schwerter. Ich muss ein bisschen aufpassen. Huhu. Ich glaube, über mir sind voll die... Ja, sind es. Manno, ich bin doch daran vorbeigegangen. Sie war doch gar nicht da drunter. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was wir hier machen. Aber naja. Wo es eigentlich hingeht. Ich wäre ja noch gar nicht richtig zurück. Aber mal gucken. Oh, ey, wo soll man denn hin? Es ist voll doof. Egal, wo ich stehe, immer kriegt mich ein Schwert. Ach, die helle Plattform bleibt sogar aber länger. Da ohne Schwert, das sehe ich jetzt. Nein, ja, super. Wenn sie einmal getroffen wird, kann man halt auch nicht schnell nochmal auf die andere Seite huschen. Dann ist man halt dran. Das ist das Problem. So. Dann kann ich ja da vorne rechts auf der hellen mal stehen bleiben, wenn ich das richtig sehe. Da kommen nämlich gar keine raus. Da kann man stehen bleiben. Hier. Das finde ich gut. Hm. Hallo.
Wenn ich mal nach oben gucken könnte, dann wüsste ich auch, wo direkt über mir eins ist. Aua. Das ist ein richtig ekliges Geräusch auch. Ist hier ein Schwert? Okay, hier ist kein Schwert. Also kann ich hier klettern? Ich kann hier klettern. Okay. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, muss ich den irgendwie näher ranziehen? Okay, hier ist der andere Hebel. Merke ich gerade. Sehr gut. Ah, auf der anderen Seite sind die zurückgegangen. Jetzt würde ich ans Artefakt kommen. Also muss ich nochmal den Weg zurück. Geht ja nicht anders. Hier ist eine Säule. Aha. Und hier rüber. Nee, lass dich mal hier fallen. Prima. Medipack eingesammelt. Ja, ich möchte auf die andere Seite eigentlich. Also müssen wir uns nochmal hier runterlassen. Und den Weg nochmal hier nehmen. Genau. Das macht ja aber nichts. Ich meine, ich finde das eigentlich relativ einfach für ein Secret, muss ich sagen. Ja. Das meinte ich jetzt nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Wenn man halt einmal durch diese Schwerter durch ist, ging das ja. Auf die andere Seite kann ich auch, habe ich gerade gemerkt. Naja, egal. Wir wollen ja hier hin und uns das holen. Juhu! Und dafür gibt es auch einen Kontrollpunkt. Ich muss jetzt aber hier nicht... Nee, die Hebel hatte ich da ja, ne? Komme ich dann jetzt nicht wieder zurück? Oh, hier muss ich vorsichtig sein, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss mich nochmal hier rumhangeln. Wow, okay, das war wieder knapp. Kann ich eigentlich auf die Schwerter drauf? Hüpfen. Das ist auch noch was, was ich nicht ausprobiert habe. Kann man darauf? Nee. Wozu ist denn das dann aber gut hier, dieser Klotz? Keine Ahnung. Dann gehe ich hier nochmal hoch. Und kletter nochmal ein bisschen weiter, als ich gerade eben geklettert bin. Können auch die Säulen benutzen. Oh. So. Kannst du dich da festhaken? Ah, okay, Moment. Genau. Und dann ist doch hier so ein Kletterhaken. Kannst du da nicht rüber? Genau. Aber jetzt ist die Frage, was jetzt? Weil einfach nur links rüber, das bringt ja nichts. Ich glaube, es wird echt schwierig, weil ich jetzt auf die Säule hier will. Da verliert sie auch voll die Energie. Schwierig. Habe ich mich erschrocken. Scheiße, jetzt kommt hier noch ein scheiß verdammtes Schwert runtergeflogen, ey. Boah. Kacke, habe ich mich erschrocken. Verflucht, ey. Oh, es war so klar.
Ich erschrecke mich aber auch immer trotzdem noch, ne? Also ich rechne da zwar schon immer mit hier, aber irgendwie merke ich mir die Stellen dann doch nicht so gut. Wo ist das andere? Komm mal runter. Okay. Noch eins. Okay, hier ist jetzt keins mehr. Sicher. Hier in der Ecke. Oh, es ist so gemein. Also ich muss irgendwie auf die Säule kommen und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ach, hier ist jetzt sogar ein Kontrollpunkt. Der war doch vorher nicht da. Komisch. Also dieser Sprung ist nicht einfach, finde ich. Komm, komm, ja. Aber ich habe es sogar geschafft. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen. Ich glaube, ich muss jetzt aber von Säule zu Säule springen, weil sonst schafft sie das da gar nicht rüber. Juhu. Wow, okay. Yay. Geschafft. Boah, haben wir es endlich geschafft, ja? Wahnsinn. Ich bin begeistert. Toll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder irgendwelche Artefakte, sonst wie was übersehen habe. Vor allem bei Poseidon wundert es mich ein bisschen, wo ich so viel Zeit verbracht habe. Da hätte auch ein Artefakt sein müssen eigentlich. Und ich meine, wir hatten da jetzt keins eingesammelt. Aber naja. So, da wir jetzt ganz unten sind, kann ich mich auch einfach hier fallen lassen. Und dann hätten wir ja alles. Und dann setzen wir die doch mal ein hier. Unsere kleinen Errungenschaften. Bis wir das Tor geöffnet haben. Schlüssel von Atlas. Und haben wir alle? Ich weiß gar nicht. Ja, Schlüssel von Damokles. Sehr gut. Puh. Oh, das war's. Ja, 5 von 6 Artefakten sammelt. Reliquien gab es gar nicht, aber ich glaube, das wird wohl das Poseidon-Artefakt sein. Ich bin aber trotzdem recht stolz, weil 5 von 6 ist für mich völlig in Ordnung. Vorräte 10, Kills 10, Kills 11. Gut. Ja, das hat jetzt eine Weile gebraucht. Wir speichern das Ganze natürlich. Und dann geht's auch weiter. Gehen wir doch mal rein. Damit wir diese schrecklichen Höhlen hinter uns haben. Was heißt Höhlen? Hallen der Götter. Das Kolosseum. Da kommen doch noch mehr. Ich höre noch mehr Ratten. Und Gefieder und weiß ich doch nicht was. Aha. Das war die Ratte. Was fliegt denn hier und flattert hier denn aber so? Weiß ich gerade nicht. Irgendwas hat doch hier geflattert. Tja.
Eigentlich wollte ich ins Wasser springen, aber so geht's natürlich auch. So kommen wir auf die andere Seite. Das ist gar nicht schlecht. Um schneller zu schwimmen, soll ich eh drücken. Und damit kommt ihr mir jetzt. Das ist ja auch blöd. Ich weiß nicht, was hier gerade geflattert hat. Ich will aber nochmal hier in die Ecken gucken. Was ist denn hier noch? Hier ist doch noch irgendwas. Wie merkwürdig. Hm? Wie komisch. Woher kommt das Geräusch? Ich habe keine Ahnung. Ist hier vielleicht noch irgendwas im Wasser oder so? So, wie soll ich jetzt... Was ist denn E? Ich weiß nicht, was E ist. Es ist nicht so schön. Ja, ja. Ich weiß nicht, was E ist. Ich X'e einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe mit dem Schwimmen gerade, weil meiner Welt schwimmt die hier immer noch voll lahm. Okay. Mhm. Hauptsache, sie stirbt nicht beim Schwimmen, würde ich sagen. Sehr eklig hier, dass hier so Leichen drin sind in den Käfigen. Also ich meine, irgendjemand wird das ja gemacht haben, irgendwelche grausamen Menschen, weil einfach nur hier elendig so vor sich hin verrecken, ist bestimmt nicht schön. Ein sehr schlimmer Tod. Und anscheinend ist die Frage auch, wie man da vorne rankommt. Und warum geht sie eigentlich nicht an die Säulen einfach? Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Anscheinend schon. Oder doch? Oder nein? Naja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal im nächsten Part weiter. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.